Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, der Eiko ist jetzt 17 Wochen alt und somit eigentlich aus dem Welpenalter heraus. Aber ich habe das jetzt mal zum Anlass genommen, euch zu zeigen, was wir alles besorgt haben, bevor der kleine Eiko bei uns eingezogen ist. Ja, wir zeigen euch also heute unsere Basic-Sachen zum Thema Welpen-Erstausstattung. Viel Spaß dabei! Bei der Auswahl des Schlafplatzes haben wir darauf geachtet, dass das Material aus einem kratz- und beißfesten Stoff gefertigt ist. Und wir haben darauf geachtet, dass das Bett schon die endgültige Größe hat. Das heißt, das Bett ist am Anfang sehr groß gewesen, aber eben bedacht, damit Eiko als erwachsener Hund noch reinpasst. Der Decke haben wir darauf geachtet, dass es eine etwas dickere ist. Diese ist von Dr. Bark. Die nutzen wir eben auf Reisen auch als Reisebett. Aber wir haben noch ganz viele andere Decken. Decken kann man eigentlich nie genug haben. Auch Eikos Näpfe haben wir direkt in der endgültigen Größe gekauft. Das sieht natürlich am Anfang etwas seltsam aus, weil der Hund noch so klein wirkt. Aber es ist auf jeden Fall vom Vorteil, weil der Hund wächst sehr schnell. Und da isst er übrigens gerade seine Paribal-Hundewurst mit Kokosflocken, sein Lieblingsessen. Eine Silikon-Napfunterlage kann ich euch auch nur empfehlen. Hier mal ein kleines Sammelsurium. Also, wir haben zuallererst zwei Halsbänder, ganz schlichte, einfache Halsbänder in zwei verschiedenen Größen besorgt. Und mehrere von diesen kleinen Blinklichtern, die wir an den Halsbändern oder eben an den Leinen befestigen. Eine Petfindu Hundemarke, falls Eiko mal verloren geht, dort sind alle Daten gespeichert. Dann ein Halti, das haben wir allerdings erst besorgt, als Eiko bei uns war. Da sind wir mit ihm in den Laden gefahren und haben es direkt vor Ort anprobiert. Diese leichte Hundeleine hier, die ist mit Reflektoren versehen, was natürlich im Winter super ist. Und wir haben noch eine weitere leichte Hundeleine für den Anfang besorgt. Das ist diese schwarze hier. Die haben wir allerdings wirklich nur ganz am Anfang gebraucht, als wir Eiko, ich sag mal so in der ersten Woche, wo er noch wirklich sehr klein war. Für den Anfang reicht es, wenn ihr euch eine einfache Softbürste besorgt. Denn Welpen brauchen jetzt noch keinen Furminator irgendwie, die sind viel zu scharf und viel zu spitz. Eine einfache Softbürste ist völlig ausreichend. Und damit ihr euren Hund ganz entspannt bürsten könnt, könnt ihr ihn einfach mit einem Leckerchen, von dem er etwas länger was hat, in meinem Fall sind es Kälberblasensticks, in die Platzposition bringen und dann könnt ihr ihn ganz entspannt mit der Bürste streicheln. Spielsachen dürfen natürlich in einem Hundehaushalt auch nicht fehlen. Ich habe viele Taue besorgt, damit der Hund auch im Zahnwechsel ordentliche Spielsachen hat. Es sind Bälle dabei, es ist Wasserspielzeug dabei, Dummies, alles Mögliche. Wichtig ist nur, dass der Hund nicht alles auf einmal bekommt. Das waren unsere Basic-Sachen, die wir besorgt haben, als bevor Eiko bei uns eingezogen ist. Was ich noch vergessen habe, das sind zum einen Kackibeutel. Eiki, warte mal, nicht, dass du fällst. So. Also zum einen Kackibeutel mit Kackibeutelspender. Ganz wichtig, davon haben wir, ich weiß gar nicht genau wie viele, aber wir haben eine Menge davon. So gut wie in jeder Tasche. Und natürlich auch Leckerlibeutel. Diesen hier finde ich unheimlich praktisch, weil ich den um meine Jacke herumbinden kann. Und der hat genügend, ja, ich sag mal, da passt genug rein, um ihn in der Welpenschule belohnen zu können. Also ich habe in meiner Tasche auch einen integrierten Leckerlibeutel, aber da passt nicht ganz so viel rein und es ist schon vorgekommen, dass ich in der Welpenschule dann plötzlich keine Leckerchen mehr hatte. Deswegen habe ich mir noch so einen Leckerlibeutel besorgt und da passt einfach genug rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen möchtet, dann abonniert uns doch. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Also in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.